Jo, meine Freunde der römischen Tanzkunst, und mal wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute machen wir ein kleines Experiment, und zwar Ehepaare selber zusammenstellen. Ich habe da eine kleine Wette mit dem Darky laufen. Und zwar haben wir vor, dass wir sagen, okay, wir stellen mal Ehepaare zusammen aus Dingen, die man auch so ja, im alltäglichen, ja, normalen Leben, sage ich mal, zu kaufen bekommt, also aus dem Supermarkt oder von mir aus auch aus dem Großhandel. Und setzen uns dort mal ein Preislimit. Wir haben vor, dass wir sagen, wir packen jeweils für 24 Stunden, damit es natürlich auch ein bisschen Sinn macht. Haben gesagt, okay, wir fangen mal an, bis 10 € zu packen, versuchen etwas zu packen. Dann, ja, mal schauen, ob wir noch 15 und 20 € machen. Es weiß der andere nicht, was der andere sozusagen gepackt hat. Wir werden nochmal ein kleines Video natürlich auch machen, wie ich sozusagen Dark sein Paket auspacke. Er wird meins sozusagen auspacken. Und dann gucken wir, wie es dem anderen sozusagen mundet und ob es ihm reichen würde. Ja, für das Paket jetzt habe ich mit 10 € starten wir jetzt. Habe ich 9,56 € bezahlt. Ja, jetzt verteufelt mich nicht, sagt ja, ich hab das gleiche, aber ich bezahle 10,20 €. Kann natürlich sein. Ich weiß jetzt aus dem Kopf, es gab zwei Produkte zum Beispiel, die waren gerade ein bisschen angeboten, waren deshalb ein paar Cent günstiger. Es kann aber auch sein, wie gesagt, wenn ihr geht, dass ihr andere habt. Von der Grundsache her soll das passen. Dann muss ich dazu sagen, ja, das Kleinigkeitenpaket, was ich sozusagen reingelegt habe, habe ich jetzt mal pauschal wirklich mit 2,50 € angesetzt, also 25% schon des Paketes. Aus dem einfachen Hintergrund, ja, eine einzelne Tüte Zucker, ein einzelnes Tütchen Soße oder irgendwas gibt es so ja nicht zu kaufen. Also ich kann mal ein bisschen großen Konvolut kaufen. Klar, jetzt könnte ich das alles einzeln runterbrechen auf jede einzelne Tüte. Wenn ihr das mal gern wissen wollt, kann ich dazu mal ein Video machen. Habe ich jetzt hier aber Sinn für sinnfrei gehalten. Ich habe jetzt gesagt, pro Kleinigkeit so zwischen 10 und 30 Cent pro Stück und habe das Brennmaterial mit 1,50 € angesetzt. Sage ich aber dann noch was dazu. Ja, jetzt seht ihr im Endeffekt schon, was hier im Groben drin ist. Nehmen wir es mal runter. So, machen wir es mal auf. Es ist prall gefüllt, also das normale Bundeswehr-Ehepaar ist so ordentlich ausgefüllt. So. Ja, mit was beginnen wir? Fangen wir mal mit der Kleinigkeitentüte an. Da wollte ich ja sowieso noch was dazu sagen. Ja, was habe ich hier im Endeffekt drin? Ich habe ein paar kleine Bonbons drin. So, ne, so für einen kleinen Hunger zwischendurch oder ein bisschen, um Zucker zu kriegen. So, dann habe ich, der Tüte an sich ist natürlich eine Plastiktüte, die auch wasserdicht ist. Kann man dann für viele Dinge auch verwenden oder wenn man jetzt ein Essen nicht ganz auf ist, kann man es ja reinstellen, zumachen, dass man es dann sozusagen weiter essen kann. Dann habe ich drin ein klein wenig Zucker, zweimal, reicht vollkommen zu. Dann habe ich drin zweimal Wasseraufbereitungstabletten. Da könnt ihr jetzt natürlich sagen, naja, hallo, warum gleich zwei Stück? Eigentlich wollen wir jetzt also auch mit dem Sparpaket hier anfangen. Nun, was ist immer das Wichtigste eigentlich unterwegs? Flüssigkeit, Wasser. Nun habe ich natürlich das Thema, kann ich hier so viel Wasser reinpacken? Nee, man könnte vielleicht eine kleine halbe Liter Flasche reinpacken, aber mehr ist einfach nicht möglich. Die Tabletten, hier kann ich zählen, 2, 4, 6, 12 Stück, hier könnte ich 12 Liter Wasser damit sozusagen reinigen. Halte ich einfach für sinnvoller. So, dann Kaffee haben wir natürlich. Kaffee weißer dazu. Dann eine kleine scharfe Soße zum Würzen. Salz, Pfeffer zweimal. Ja, das ist ein bisschen mein Spleen, dass ich gerne nochmal Würzmittel dabei habe. Da kann man die Essen noch ein bisschen aufpimpen mit einfachen Methoden. Das legen wir mal beiseite. Einen Tee haben wir mit dazu und Streichhölzer. So, Streichhölzer, wozu brauche ich natürlich, oder andersrum, wenn ich Streichhölzer habe, soll ich natürlich möglichst Anzündmaterial haben. Ja, jetzt kann man sich hier drüber streiten, was auch hier die preisliche Geschichte anbelangt. Ich habe die so noch nirgendwo zu kaufen gesehen, die sind jetzt aus einer EPA, die ich sozusagen mal aufgemacht habe. Finde ich ganz praktisch, theoretisch, wenn man sagt, man will darauf verzichten oder das passt preislich nicht mal rein, kann man natürlich auch Holz nehmen und nimmt eben zum Beispiel kleinen Grillanzünder oder irgend solche, gibt es auch solche kleine Sachen oder baut sich selber Anzünder und nimmt den mit, um doch noch ein bisschen von der Preisgeschichte sozusagen unter die 10 € zu kommen. Hier war ich in dem Fall ein bisschen faul, habe jetzt mal 1,50 € angesetzt. Ja, was braucht man natürlich noch als Kleinigkeiten? Ich habe immer gerne noch ein paar Taschentücher mit. Das ist ein bisschen kleineres Format, hat den Vorteil, dass es hier eben problemlos reinpasst. Ja, ich kann natürlich damit Dinge sauber machen, kann was abwischen, kann es auch ja, als Toilettenpapier benutzen oder als, wie es gedacht ist, als Taschentuch für die Nase. Also optimal einsetzbar.
So, dann haben wir zum Frühstück natürlich Brot. Hier habe ich Pumpernickel genommen, also im einfachen Hintergrund. Ja, ich finde, Pumpernickel kann man zur Not auch ohne Belag essen. Schmeckt einfach, finde ich, besser. Ja, sinnvoller wäre hier natürlich eine kleine Dose zu nehmen. Gibt es auch 250 Gramm Dosen. Habe ich aber leider im Laden, wo ich jetzt einkaufen war, nicht gefunden. Die hatten nur 500 Gramm Dosen und die würde hier nicht reinpassen. Beziehungsweise ist dann auch ein bisschen für das Paket zu übertrieben. Ja, haltbar hier ein halbes Jahr circa. Das ist halt der Nachteil an der Plastikgeschichte. Wie gesagt, Dose wäre besser, würde länger sozusagen halten. Aber Grundprinzip ist da. So, dann, was können wir aufs Brot drauf machen? Natürlich Wurst. Hier habe ich einmal Jagdwurst mir geholt und ja, ich habe mich vergriffen. Ich wollte eigentlich Mettwurst haben. Da hat jemand sich einen Scherz gemacht und hat natürlich die falsche ins Regal geräumt. Das ist Leberwurst. Die werde ich wahrscheinlich selber essen dann müssen. Dark ist die nicht, das weiß ich. Ja, schade. Aber von der Grundsache her passt es. So, dann habe ich Müsli-Riegel, da habe ich mal zwei verschiedene Stück mit reingetan. Ja, so einen kleinen Snack für zwischendurch. Oder wenn man unterwegs ist, kann man schnell aus der Tasche ziehen und verköstigen. So, ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das noch ein bisschen sehen hier. Na, so, mal rüberräumen. Dann habe ich natürlich, was darf natürlich nicht fehlen, auch eine Schokolade. Ja, hier haben wir 100 Gramm. Die alleine hat schon 556 Kalorien. Also, das bringt natürlich irgendwo auch ordentlich Energie. Ja, so, ich pack's mal wieder rein. Das ist langsam platzmäßig eng. So, dann habe ich noch ein bisschen Fisch. Ich hoffe, er isst das. Hier haben wir Makrelenfilets. Ich selber bin eher so ein Thunfisch-Fan. Hier mal eine neue Sorte mit Asia. Wird wahrscheinlich ein bisschen Chili, Paprika, also ein bisschen Soße noch mit drin. Hat ein bisschen Flüssigkeit. Ja, so als kleinen Nachtisch. Beziehungsweise aufs Brot kann man sich das auch machen. Finde ich das auch nicht verkehrt. So, das stecken wir auch mal wieder hier rein. So, echt erstaunt, muss ich sagen, war ich über die Hauptmenüs. Ich habe jetzt ein Markenprodukt hier genommen von Buss. Kamen 1,29 € glaube ich. Jo, 1,29 € mal 2 sind 2,58 €. Genau, kamen 1,29 €. Die hatten jetzt bei uns dort 6 oder 7 verschiedene Sorten, also auch eine schöne Auswahl. Finde ich eigentlich ganz cool. Es passt von der Größe her. Ihr seht es ja hier, zwei Stück genau an die Kante von dem Paket, also optimal für so eine Sache. Und da habe ich jetzt einmal ausgesucht Hühnchen hier mit Curryreis und einmal Jägertopf. Ja, so, da packen wir es mal wieder ein. Im Endeffekt, kalorienmäßig habe ich es jetzt nicht gezählt, aber wenn ich es mal überschlage, wir haben jetzt hier 550, hier haben wir ja, 420 sind knapp 1000 zusammen. Wir haben immer 300, 1300, 1300, 1300, ja, sagen wir mal 1500, 1500. So, jetzt haben wir 1500, 1,9, 1,9, 2,2. Das Brot noch mit dazu. Wo haben wir hier die Kalorien stehen? 2,2. Hier haben wir es zu. Sagen wir mal 2,6. Bei einem Riegel. Also, wir haben jetzt hier grob überschlagen knapp 3000 Kalorien drin. Das kommt an ein Army-Paket bzw. an ein EPA von der Bundeswehr schon fast dran. Ne? Also, von daher, das passt auch. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein paar interessante Ideen geben. Ihr könnt ja eure Meinung gerne mal in die Kommentare schreiben oder vielleicht auch einen Tipp nochmal reinschreiben, was sinnvoller wäre oder wo es was günstig auch fertig vielleicht auch zu kaufen gibt. Gerade so die kleinen Soßen und Sachen und Geschichten hier. Ja, da ist immer ein bisschen schwierig, an sowas ranzukommen. Da muss man wahrscheinlich schon doch eher einen Großhandel in die Gastronomiebedarf fahren. Aber da kriegt man es halt eben auch nur im Endeffekt in großen Mengen. Ja, nächste Geschichte wird sein, dass wir wie gesagt bis 15 € packen. Dann werden wir nochmal bis 20 € packen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier nicht wirklich auf den Preis geachtet von den Dingern, ob das jetzt im Angebot oder nicht war. Wie gesagt, es kann durchaus sein, dass ihr knapp über 10 € kommt, wenn ihr es selber zusammenstellt. Ja, aber im Endeffekt, wenn ihr nochmal einkaufen geht, guckt ihr ja auch mal nach einem Schnäpperle.
Also von daher sehe ich das jetzt hier nicht so dramatisch. Also nagelt mich bitte nicht auf diese 9,56 Euro hier fest, die ich dafür bezahlt habe. Ja, dann freut euch auf das Verkostungsvideo, was wir beide sozusagen gegenseitig machen werden. Ja, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Lasst auch gerne ein Abo da, um mich weiter zu unterstützen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.